Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Landwirtschaftssimulator 22. Blätter ist das Original, nur hier bei mir. Du bist richtig schön, dass du persönlich vorbeischaust in mein Video rein. Hast du alles richtig gemacht, besser geht's gar nicht. Willkommen zu Hause. So, wir sind dabei, hier mal ein bisschen vorzubereiten, wo und wenn ja, wie viele wir hier auf Feld 2 und so. Und deswegen schauen wir mal kurz. Alles soweit richtig und gucken uns mal an. Hat denn der Herr Garderol hier schon ein bisschen vorbereitet? Ich hatte ja gesagt, ne, wir haben ja die ganzen Routen hier schon mal drin. Die habe ich teilweise nachgebessert mit den ganzen Kreuzungspunkten, weil die alle nicht vernünftig funktioniert haben. Ich habe ein externes Tool dafür verwendet. Ihr erinnert euch ja, damals gab es ja der gute Yankee hat ja für Crossplay so ein Tool gebastelt. Das gibt es auch für Autodrive, sowas ähnliches. Natürlich nicht so gut wie das vom Yankee, ne? Ist ja klar. Aber ja, dafür vielleicht ein bisschen einfacher zu bedienen. Und damit konnten wir die Kurse korrigiert. Das erkennt dann auch zum Beispiel so Punkte, die nicht richtig verbunden sind und so weiter. Und ja, das war auf jeden Fall schon mal sehr wertvoll. Das hat geklappt. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal als erstes hier bei dem Weg hier einen Kurs an. So, wie mache ich das? Das ist ja jetzt ein Weg, der ist wirklich pretty much straightforward. Und deswegen benutze ich dazu eben die Advanced Vehicle Control. Dann klicke ich mit der... War das jetzt richtig? Mit der rechten Maustaste. Dadurch wird das eine beidseitige Straße und wenn wir das so machen, wird es natürlich super, super gerade. Ja, ich lenke jetzt nicht, sondern das macht das Spiel selber. Dann scheren wir hier aus. Und dann Alt-W, Steuerung-W. Und wieder weiter. Ja, das war's auch schon. Das Verknüpfen und so, das Anmalen habe ich ja schon mal erklärt. Da tauchte ja auch die Frage auf, wie kann ich das hinkriegen, dass das... also, ne, bei mir geht das nie in die richtige Richtung. Ich mache dann immer einen Hilfspömpel, der in die Richtung geht. Also so zum Beispiel. Und dann von dem aus lege ich dann hier den Kurs hier rein. Vielleicht auch eher so. Genau. Und von da nach da. Das geht übrigens mit Mouseover und dann mit dem Scrollrad von der Maus. Und das gleiche jetzt andersrum. Also von hier. Von hier nach da. Von da nach da. Und von da nach da. Und das war's auch schon. Fertig. Ich überlege nur gerade, wo lassen wir denn hier die Fahrzeuge ankommen? Aber das sollten wir vielleicht auf dem Feldweg machen. Auf dem Feldweg oder daneben? Es ist Feld Nummer 2. Übrigens, vielen Dank für den Kommentar. Ich liebe es, Garderol dabei zuzusehen, wie er davor sitzt und irgendwie grübelt und man hört es schon qualmen. Danke für diesen Kommentar. So, dann machen wir das nämlich wieder so. Und dann... Achso, warte, das machen wir hier auch. Raus. Und so. Ja, und so riesenlange Fahrzeuge haben wir nicht. Hier muss ja nur mal ab und zu mal was abgeladen werden. So. So, dann hinzufügen. Feld 02. Und das war's auch schon. Ja, und da überlege ich jetzt gerade, ob wir hier irgendwo so eine Ecke haben, wo wir so eine kleine Halle hinbauen können. Also demnächst.
Im Moment würde ich einfach hier bei dem Nachbarn hier dieses Grundstück mitnutzen. Der überlässt uns das. Da haben wir vorher ganz lieb gefragt. Und er hat gesagt, wir dürfen hier die Maschinen abstellen. Ne? Das hat er also, das hat er mir persönlich gesagt. Das ist auch sehr nett, ne? Deswegen machen wir das mal eben. Ja, dann müssen wir hier unten noch verbinden. Punkte entfernen, mit der Alt-Taste gedrückt halten, neuen Punkt hinzufügen. Zack, den dahin. Einmal hier rum. Einmal darum. Verbinden. Einmal hier rum. Und einmal darum. So, dann kann der hier wieder zum Hof fahren und da die nächsten Sachen holen. Aua. Oh, mein Rücken. Siloladen 2. Und wir können mal gucken, was der hier mittlerweile... Ah, das sieht nicht gut aus. Da müssen wir... Da muss ich leider mit diesem tollen Fahrzeug gleich mal selber fahren. Das tut mir ja wirklich sehr leid. Für euch speichere ich das. Ich muss das mal wieder bei Plus hochladen. Bei Plus kriegt ihr ja meine Kurse. Ist allerdings schon 2 Tage her, dass ich das zum letzten Mal gemacht habe. Entschuldigung. Das ist Wahnsinn. Warte mal. Was wollte ich denn jetzt? Den hier, genau. Den können wir schon mal zu Feld 2 fahren lassen. So. Und dann beginnen wir mal. Das war jetzt ein bisschen blöd, deswegen springen wir mal eben hier oben hin. So, und dann beginnen wir mal jetzt zu gucken, wo können wir denn hier jetzt Reben hinmachen? Von welcher Seite fangen wir an? Ich würde ja sagen, wir wissen schon, dass diese Feldkante gerade ist. Die beim Hof war es ja nicht. Wir machen mal Landschaftsbau. Pflanzen. Nein. Wo war das denn? Produktion, Plantagen. Trauben. So. Und dann gucken wir, dass wir hier genau da an der Kante sind. Und dann machen wir jetzt erstmal eine Testreihe oder so. Kollision mit anderem Objekt? Was? Wieso? Wieso? Ach, weil ich da stehe. Oh. Objekt. Hallo, Spiel. Wie nennt man das heutzutage neumodisch? Neutral Assuming? Was geht da? So, Produktion, Plantage. Machen wir es nochmal. Und dann können wir auf der anderen Seite zum Beispiel Oliven machen. Also wenn wir auf der Seite anfangen, dann haben wir die kürzere Seite. Wir haben ja eh gerade weniger Geld. Dann fangen wir mal hier an. Wenn es falsch ist, ist es auch nicht so teuer wegzureißen. Also möglichst genau an die richtige Stelle hier, an den Übergang zwischen dem Feldrenner. Wir lassen ein bisschen Platz dieses Mal. Für die Rangierarbeiten. Sagen wir mal, wir fangen hier an. So. Dann ziehen wir das hier rüber. Ganz schön teuer, ne? Wir gucken nochmal zur Sicherheit. Passt das? Ich würde sagen, ja. Und dann ziehen wir das hier ganz rüber. Auch hier lassen wir Platz. Das haben wir ja gelernt. Dann 8000 für eine Reihe Weintrauben. Und dann legen wir hier die nächste an. Und der sagt mir hier schon den Mindestabstand, den wir haben müssen. Und den würde ich jetzt auch einfach mal nehmen, weil dann wissen wir nämlich, dass es gerade wird. Dann machen wir erstmal... Machen wir 3 rein. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich 3. Das ist jetzt nicht viel. Aber... Oh. Das sieht so aus, als würde das zulaufen. Seht ihr das? Täuscht das? Das täuscht, ne? So. Da haben wir unsere Plantage. Ich muss überlegen, wir brauchen eventuell da ja noch andere Geräte für. Müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen aufräumen. Und dann müssen wir da oben noch eine Ladesäule, eine Elektroladesäule hinbauen, ne? Wenn der Strom laden will. Da weiß ich gar nicht, ob Autodrive das kann. Aber ich meine mich ganz dunkel zu erinnern, dass er das im letzten schon konnte. Dann sollte er es in diesem Jahr auch können.
So, und dann können wir die Dolly können wir hier reinfahren. Weil den Platz für den tiefen Lockerer, den brauchen wir ja nicht mehr. Genau. Und der nimmt dann noch die beiden anderen Geräte mit, nämlich einmal hier die Frontalschneide-Vuptizitätsmaschine, von der ich jetzt wieder nicht mehr genau weiß, wann musste man immer, wenn die Blätter irgendwie so braun werden, oder wann war das? Ich habe das auf jeden Fall falsch gemacht. Das weiß ich noch. So, nehmen wir das Ding mit und dann haben wir, glaube ich, alles. Und dann kann der auch schon mal wieder hier zufällt. Nummer 2 fahren. Und da sehen wir dann auch gleich, ob das passt von der Breite her. Ist das cool? So. Ja, dann. Wir müssen ein bisschen planen. Ups. So ein schönes Häcksel-Ding würde ich gerne mal wieder machen auf einem der größeren Felder, die wir besitzen. Also vielleicht eins von den beiden. Oder halt da, ne, weil der Häcksler passt ja bequem über die Brücke, die anderen Maschinen nicht. Damit wir uns so ein bisschen Richtung dem der BGA, ne, dem BGA-Kauf bewegen. So, Silage haben wir noch. Das sieht alles ganz gut aus. Da können wir auch noch mal ein bisschen Silage reinkippen. Wenn wir dann gleich noch mal für irgendwas Zeit haben. Gucken, wo sind die Maschinen mittlerweile abgeblieben? Ich muss ja jedes Mal drüber lachen. Ah, der ist schon da. Sehr gut. Wie gesagt, hier bauen wir noch so eine kleine Halle hin. Ist auch auf jeden Fall geplant, damit das hier auch alles seinen Gang geht. Und so lange haben wir hier den Nachbarn gefragt. Der ist so freundlich und lässt uns da seinen Stellplatz. Das finde ich auch wirklich sehr lieb. Man hilft sich ja auch gegenseitig. So muss es ja auch sein. So. Genau. Der ist schon süß, ne? Nur die Hupe geht nicht. Das ist natürlich ein Problem. Gut. Also hier zum Beispiel Mais draufpacken. Auf das große Feld würde ich dann wieder Baumwolle hinpflanzen. Ein Feld Weizen für die Hühner. Wobei, wenn wir so viel Weizen haben, da können wir auch was anderes machen. Vielleicht Kartoffeln nochmal. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit, ne? Und, ja. Dann haben wir alles erstmal sehr gut ausgelastet hier, würde ich sagen. Jetzt fängt der ja auch so früh an anzuheben. Warum? Dann sollen wir nochmal nacharbeiten. Aber die spannende Frage, die jetzt alle Leute belohnen wird, die bis zum Ende dranbleiben, weil wer hier bis zum Ende dranbleibt, der wird ja immer belohnt in meinem Kanal. Hat denn, passt denn die Breite von dem Elektrotruck auch für da oben? Das, so was hat die eben gesagt, und Honig könnten wir verkaufen, die wir jetzt nicht für den Müsli brauchen. Hatten wir das, Honig? Im März, genau. So. Da müssen wir noch mal ein bisschen selber nacharbeiten. Ja, das ist ein bisschen komisch. Dass er das nicht selber macht. Dass er da so früh rausfährt. Muss mich dann doch ein bisschen wundern. Und da sind wieder Lesesteine aufgetaucht. Ich hatte das doch eigentlich ausgestellt, oder? Manchmal verwirrt mich dieses Spiel vom Zusehen oder so.
Was sagt denn eigentlich zu so einem Industriegebiet da vorne? So designtechnisch und so? Ich bin ja wirklich auch sehr stolz, dass es Zuschauer an Empfangsgeräten gab, die in die Kommentare schrieben, sie würden sich gerne anschauen, wie ich das designe, weil sie kriegen das nicht hin. Also, dass ich das in meinem Leben noch erleben darf, nachdem man meine fantastischen Minecraft-Bauten in meinem Bauernhof bewundern kann. Auf Garderole Deluxe. Ja, das immer wieder erstaunlich. Übrigens, ich kenne das Gefühl, ne? Da ist ein YouTuber, der macht irgendwie so ein Projekt, das mögt ihr. So in diesem Fall offensichtlich, der Landwirtschaftssimulator. Und dann kommt er immer, ich habe da übrigens auch einen zweiten Kanal, ein anderes Projekt und so. Und ich kenne mich selber. Ich würde es auch nicht gucken. Finde ich ganz ehrlich. Aber ich erwähne es deshalb, weil es ja thematisch hierzu passt und entsprechend auch ein Herzensprojekt von mir ist. Und deswegen schaut gerne mal vorbei. Die kommentierenden Zuschauer zumindest sind begeistert. Und nicht, dass ich jetzt einen auf den Deckel kriege, weil ich gesagt habe, kommentierende. So. Also jedenfalls hat er Kraft, dieses Ding zu beschleunigen. Und wir haben dieses Feld innerhalb von einer Folge fertig bekommen. Das ist doch auch schon mal cool. Jetzt kommt noch die Auflösung. Passt denn der Rigi-Truck zwischen unsere Traubendinger? Da bin ich ja mal gespannt. So. Wir mussten, glaube ich, auch erst düngen und so ein Kram, ne? Was wächst denn eigentlich hier? Krass. Ah, das heißt, wir könnten hier, solange das da oben sonst wie noch nicht genutzt wird, können wir einfach hier mal auch Silage machen oder so. Einfach so. Ja, was soll ich sagen? Es geht. Perfekt, der Trecker ist geeignet. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Alright, ja, dann würde ich sagen, ja, ich könnte ja hier dieses Feld mal einfahren und dann können wir das mitmachen, ne? Mit Grom mitmachen. Und so ein bisschen dem Ziel kommen wir auch näher, dass wir an jeder Ecke irgendwie Trecker für irgendwas stehen haben. So. Gut. Ja, dann darf ich mich bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns noch wieder. Bis dahin würde ich die Felder mal ansehen. Wie wir das gerade schon besprochen haben. Ich wollte noch mal kurz gucken, brauchen die denn noch irgendwie hier eine irgendwie geartete weitere Hilfeleistung? So. Benötigt Kalk? Nein. Das heißt, ich kann die einfach ansehen. Nach Gusto, also hier Baumwolle, hier Kartoffeln, die geben ja auch für die Bienen, die blühen ja auch, ne? Hier vielleicht dann Raps wegen den Bienen hier, oder? Ne, die Bienen haben mehr von dem hier, ne? Wenn man hier einen Kreis zieht, haben die von dem mehr. Also hier Raps und hier Kartoffeln oder so, ja? Alright, dann würde ich sagen, sehen wir uns da wieder. Ein Teil werden wir dann im März machen, wenn wir noch ein bisschen Honig verkauft haben. Und ja, ich danke fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend, Tag, Mittag, was auch immer. Und was ihr tut, macht's vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!